Ahoi, meine lieben Piraten der Landstraße, seid mal ganz recht herzlich grüßen. Willkommen hier bei Euro Truck Simulator 2 mit. Wir hängen uns durch die Welt mit Beacon 45. So, wir wollen es mal ganz gucken. Wir hatten ja letztes Mal schon das Auftragsangebot leicht überschaut und da waren ein paar nette Sachen dabei. Da haben wir einmal Orangen nach Rostock und Speiseeis nach Bremen. Es hatte sich wer Speiseeis nach Bremen gewünscht. Ich glaube, der UFO-Mann war es. Ich hatte das auch bevorzugt. Aber die gute Vampi. Die gute Vampi hatte gesagt, Orangen 22 Tonnen, ne? Sollten wir doch lieber Orangen fahren. Und da Vampi nun mal echt einer meiner allertreuesten Zuschauer ist, gewähre ich ihr mal den Wunsch. Und wir fahren jetzt mal nach Rostock und holen dann mal ein paar leckere Orangen, ne? Damit wir ein paar Vitamine kriegen für den Winter. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? So, nehmen wir mal, das ist nicht ganz so weit, das kriegen wir hin. Ich habe es immer wieder lange nicht gespielt, ne? Und das, ihr wisst, was das heißt, ne? Das heißt, noch dilettantischer denn je. Und insofern, annehmen. Gut, ich weiß nicht, ob ich komme noch mit den Knöpfen an, ne? Ey, ich habe gerade aber bei den Einstellungen geguckt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist, so ist der Balken, ne? Und die ist auf so. Und ich fange an zu spielen. Und jetzt gucke ich mal diese Scheiße hier an. Na gut, okay. Dann haben wir schon, ganz kurz mal, haben wir schon das, oh, das war die falsche Moment, haben wir schon angekuppelt, haben wir schon. So, also sehen Orangen aus. Okay, aber schöner, ne? Ist ein Scania grün. Oh. Hatten wir schon mal einen grünen Freund? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht sagen. So, was mal dann. Okay, also, wir müssen da jetzt raus irgendwie. Wo muss ich raus? Komme ich da raus? Ich mache jetzt mal den Motor an. Moment. Okay, das scheint alles klar zu sein. Muss ich da raus? Echt ohne Scheiß. Moment, dann ganz kurz mal gucken. Dann schlagen wir mal ein bisschen ein. Fahren langsam los. Okay, das kriege ich gleich noch hin. So, Moment. Müssen wir echt hier raus? Ja, ich glaube schon. So, und jetzt müssen wir auch, glaube ich, rechts, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier scheint jetzt mal alles so weit zu passen. Kommt da was? Da kommt nichts, also. Dann fahren wir jetzt mal rechts, okay. So, Moment. Da kann ich ihn wieder einrichten. Mit 1, das ist die Taste. Das ist gut. Und da muss ich so gucken, dass ich. Ja, genau. Dass ich das ungefähr sehe, weil dann sitzt die Facecam ungefähr so dicht über. Wieso haben wir nur so wenig Sprit, Freunde? Ich meine, gut, ist jetzt nicht wirklich weit, aber okay. Wir müssen nach rechts. Dann machen wir das mal ganz kurz. Gucken wir mal ganz kurz. Hier kommt irgendwie keiner, sehe ich keinen. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen gassieren. Wir müssen nach Rostock, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, da bin ich leicht über den. Pardon. Leicht über den Bordstein. Das kommt vor. Liebe Leute, ich habe jetzt 6 Jahre nicht gespielt und das ist. Warte mal hier. Moment, jetzt mal ganz kurz gucken. Wo war jetzt der. Ah, okay, da ist er. Okay. So, Licht. Moment, stopp. Okay. Licht war. Das glaube ich, finde, das ist Fernlicht. Okay. Gut, wir müssen jetzt links. Okay. Natürlich den Gegenverkehr beachten. Ne? Man achte auf den Gegenverkehr. So, du wartest, mein Freund, weil ich bin stärker und schneller. So, bitte sehr. Okay. Okay, dann müssen wir erstmal geradeaus. Wir halten mal hinter dem Kollegen hier. Da steht LKW drauf, ne, Freunde? Das ist eine coole Sache. Okay. Geradeaus. So, und dann fahren wir erstmal los, liebe Leute, nach Rostock, wenn ich das nicht sehe. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, das Navi lässt sich schon wieder nicht bewegen. Also über die Taste, die ich da eigentlich eingestellt habe. Das wundert mich in der Tat ein bisschen. Okay, warte mal, jetzt drücke ich mal nach. Ah, was war das? Ist das Licht? Ich weiß gar nicht, was der macht. Der macht auf jeden Fall. Oh, nein, das hatte ich schon mal. Moment, ich will nicht abkoppeln. Moment, ich habe schon wieder abgekoppelt. Fuck, ich wollte nicht abkoppeln. Habe ich abgekoppelt? Ja, Schnauze. Ich habe echt abgekoppelt. Das verstehe ich ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auf. Okay. Moment, Joy-Taste. Ich drücke T. Ich finde das sonst eh nicht. T. T, ich habe T gedrückt, Freunde. Okay, jetzt haben wir. Gut, ja. Wir fahren sofort. Jetzt ist natürlich wieder rot. Boah, der gar nicht hupen, Freunde, ist eh rot. Insofern, ne? Da habe ich schon wieder meine Ladung verloren. Wie kommt denn das immer? Ich meine, die Knöpfe, ne? Das sind die Knöpfe. Es sind immer wieder die Knöpfe. Sie müssen geradeaus. Genau, ich wollte gucken, warum ich hier nicht den. Okay, gut, das habe ich verstanden. Nein, wir wollen nicht. Okay, das ist. Gut. Wir fahren das mal los, Freunde, ne? Freunde der Landstraße. Wir fahren los. So, Moment.
Ist doch gar nicht richtig umgeguckt, ne? Das sollte ich wahrscheinlich besser nicht machen. 50, wir fahren 46. Das ist schon wieder rot. Was ist denn das für eine Rotphase hier? Das habe ich nicht bestellt. Hier, auf jeden Fall regnet es nicht mehr. Das ist schon mal eine gute Sache, Freunde, dass es nicht mehr regnet. So, wir müssen geradeaus. So, jetzt mal ganz kurz hier. Ja, willst du auch nicht hinter dem Dicken bleiben, ne? Kann ich verstehen. Pass mal auf. Wupp. Dann wieder runter, ne? Damit ihr, ne, ein bisschen was vom Lenkrad seht, nicht nur meine Hackfresse, ne? Das ist okay. Wir geben Gas. Ich will Gas, ich will Spaß. Tralalalala. Ich geb Gas, ich will Spaß. Wer war das? Markus oder wie hieß der Typ noch, das die gesungen hat? Markus, Spaß, ich gab Gas, ich weiß es nicht. So, jetzt wird es halt wieder grün, ne? Das ist, Freunde, es ist hier eine Autobahn, keine Stehbahn. Jetzt geh mal kenne da, Kollege. Wo muss ich hin? Wir müssen nach Rostock, wie ich das nicht habe. Wir müssen erstmal geradeaus weiterfahren. Ich fahre jetzt hier blind nach Navi, ne? Also das ist eine blind nach Navi. Das kann nicht jeder, ne? Da musst du schon ein Spielkind 45 gehen haben, wenn du blind nach Navi fahren willst, Kollege. Na, aber das ist, ja, das ist, wir müssen jetzt hier, ne, rechts ab, wenn ich das richtig interpretieren tue, ne? Du und du, die Handwerker, Freunde, das wissen wir. Aha. Ich habe übrigens den Sound ein bisschen leiser eingestellt, liebe Leute. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Wie viel fahre ich? Okay. Weil es ist jetzt beim normalen Fahren ist es nicht wirklich zu laut. Aber wenn ich dann in die Außenansicht gehe, beispielsweise wenn ich meine dilettantischen Versuche starte, da entsprechend was. Ey, alle, geht mal ein bisschen Matti da. Das kriege ich ja mit dem Fahrrad schneller hin. So, da kommt auf jeden Fall keiner. Das ist gut. Dann, so, Blinker aus. War das der? Das war der richtige. Dann ist es so, dass es dann tierisch. Das ist auf jeden Fall die Monkey Island Musik. Das ist cool. So, und wo müssen wir hin? Wir müssen Berlin, Magdeburg, Dresden, Magdeburg, Erfurt. Und wieder ein Strich. Wo muss ich jetzt hin? Das ist das Problem. Ich weiß mal dann nie, wie das gemeint ist. Ich weiß. Ich bin kein Autofahrer, ne? Ihr wisst das. Beziehungsweise, ich war mal Autofahrer. Ich habe natürlich einen Führerschein. Das ist nur ein grauer Lappen. Hat wahrscheinlich kaum einer mehr. Wobei ich natürlich weiß, dass einige meiner Zuschauer doch auch ein bisschen älter sind. Vielleicht hat er der ein oder andere noch den grauen Lappen. So, ich glaube, hier muss ich. Ja, das war nicht nett, ich gebe es gestehen, ne? Du kannst mich jetzt aber überholen, weil du bist ein schnelles Auto, ne? Das ist, wo ist er? Moment, ganz kurz. Oh. Okay, dann fahren wir jetzt mal rüber. Scheiße, das war zu früh! 400 Pfeifen, verdammte Kacke. Das ärgert mich, Freunde, das ärgert mich tödlich. Jetzt habe ich mal geblinkt und dann, Na gut, dann müssen wir jetzt durchbrettern, Freunde. Dann gibt es jetzt keine Gnade mehr. Dann geben wir jetzt Gas vom Allerfeinsten. So, wir fahren 90. Wir müssen noch knapp 300 Kilometer. Dienstag 17 Uhr. Ist das jetzt heute? Dienstag 17 Uhr, 4 Stunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben, Freunde. Damit die Orangen, ne, pünktlich nach Rostock kommen, ne? So. Ja, mal wieder eine wunderschöne Landschaft hier, liebe Leute. Eben genießt es, ne? Letzte Folge war ja ein bisschen ernster, weil ich da doch ziemlich schockiert war über die ganzen Trucky-Dogis, die ich so gesehen habe. Oh, ist da einer am Mähen? Das ist ein schöner Trecker. Oh, wunderbar. So, ich sollte jetzt vielleicht nicht gerade in der Kurve um. Oh, da sollte ich mal ein bisschen vom Speed runter. Wobei, warum eigentlich, ne? Wer bremst, verliert. Ihr kennt das, Freunde, ne? Ihr kennt das. So läuft das hier auf den Straßen von Deutschland, ne? Und da sind wir nun mal zu Hause, ne? In den Straßen, auf den Straßen. Auf den Autobahnen. Ah, das ärgert mich, dass ich diesen Penner noch gerade mitgenommen habe. Scheiße. So, ganz kurz mal. Ich kriege auch so noch hin. Fast. Sollte ich doch besser lassen. Lass ihn. So, aber der Tank ist. Haben die mir echt das Minimum mitgegeben, ne? Vom Tanken her. Aber egal, wir kriegen das hin, Freunde. Wir fahren. Boah, hier sehe ich den Tacho auf jeden Fall ein bisschen besser. Das ist schon mal ein bisschen übersichtlicher. Da sehe ich, dass wir ein bisschen was über 90 fahren fast. Oder an die 90. Wir kratzen an die 90, ne? Ja, und ist auf jeden Fall echt sehr schön hier. Moment, da wollte ich dann. Oh, das ist die sollte ich besser lassen, denke ich. Das ist erstmal so. Da ist wieder der Besoffene unterwegs. Das besoffene Spielkind ist wieder unterwegs. Und das ist, ich glaube, ich sollte die Spiele reinlassen. Vor allem, wenn ich jetzt hier mit vollem Tempo über die Bahn bretter, ne? Bretter. So, Moment.
Ich weiß nicht, liegt ein LKW denn tatsächlich nicht ruhiger auf der Bahn? Ich verstehe das alles nicht, Freunde. Das ist. So, weil überholen ist, glaube ich, jetzt hier erstmal nicht angesagt, weil ne, da kommen so viele Leute. Hab es mal auf, ne? Wenn schon, denn schon, ne? Also, der ist mir ein bisschen zu langsam. Wir haben Termine, ne? Wir haben Zeitdruck, ne? Wie ein echter Tracker, ne? Das ist. So. Das Problem ist immer, wenn ich blinke, muss ich immer den Gasfinger, ne, meinen Finger vom Gas nehmen und, na, ihr wisst ja, ich bin ja ein Tracker durch und durch, ne, und da geht man ungern vom Gas, ne, insofern. Komm, was ist das denn? Ah, sieht aus wie ein Opel, ne? Ja, Opel habe ich auch mal gefahren, ne, zwei Stück hatte ich. Ich hatte einen Opel Kadett, einen C-Kadett, einen alten, eine richtig geile Karre. Der hieß Quasimodo. Den habe ich aber mit dem Namen übernommen. Also den habe ich nicht Quasimodo getauft, sondern der hieß einfach so. Vom Kumpel habe ich den gekauft damals. Ne? Und mein letztes Auto, was ich hatte, das war die Granate schlechthin. Das war ein Opel Rekord, 100 PS, Baujahr 76. Wir müssen gerade aus. Wenn ich an Quatschen fange, ne, dann komme ich zu nichts mehr. Wie gesagt, das war ein Opel Rekord, ne, goldener Berliner Ausgabe hieß das Ding. Also was ganz Vornehmes, hatte ich vom Kollegen gekauft. Und Moment, jetzt müssen wir ganz kurz, wir müssen gerade ausbleiben. Wir bleiben geradeaus. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Karre. Ne? Also mein letztes Auto, Opel Rekord. Ne? War zwar schon damals ein Oldtimer oder fast ein Oldtimer. Und ich fahre da mal rüber, blinke ich falsch, aber sonst muss ich vom Gas und ihr wisst, das meine ich nicht gerne. Moment, Erfurt, Dresden, Rostock. Ne, wir müssen gerade ausbleiben. Wir müssen nach Rostock. Habe ich mir diesmal gemerkt. Orangen nach Rostock. Hör auf zu blinken. Ja, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Jetzt müssen wir ganz kurz die Scheiße irgendwie hinkriegen. Wie viel fahren wir eigentlich? 89, das ist okay. So, ich glaube, hier sind wir erstmal richtig, ne? Wie gesagt, das war mein letztes Auto, Opel Rekord, 100 PS Berliner Ausgabe, ne? Das war goldfarben mit schwarzem Acryldach und Schiebedach hatte die Karre auch und ne, braune Samtleder, also Samtsitze, das, also ich habe die Karre geliebt, Freunde. Das war so eine geile Möhre, das war, mal ganz kurz hier gucken, geradeaus sagt der Kollege, da geht's nach Berlin und nach Rostock geradeaus, ja. Ja, wie gesagt, also ich habe alle meine Autos geliebt, davon abgesehen, ne? Meine Autos hatten auch fast alle Namen, ne? Aber das ist, ne? Ihr wisst ja, ich bin alter El Bundy-Fan, insofern hieß mein Wagen, also der Opel hieß damals Kelly. Ja, Kelly Bundy, ne? Allerdings, ne, unabhängig davon, dass ich ein großer Kelly Bundy-Fan war, hatte ich auch noch das Kennzeichen KE, ne? Und KE, da kommst du automatisch auf Kelly, das bleibt gar nicht aus, ne? Und als Bundy-Fan sowieso, deswegen hieß meine letzte Karre auf jeden Fall geradeaus. Kelly, ne? Wie gesagt, 100 PS, ne? War damals schon echt ein altes Schätzchen, aber ich habe meinen Wagen meistens immer nur 2 Jahre gefahren, bis dass der TÜV uns scheidet und dann gab es einen neuen. Ne? Aber hat Spaß gemacht, das war eine geile Karre. Das war eine richtig geile Karre. Das Schiebedach war nicht ganz dicht, das ist ähnlich wie der Fahrer, ne? Der hatte irgendwie, musste sich immer abkleben und wenn du dann richtig falsch in die Seite, in die Kurve gingst, dann schwapp, kriegst du erstmal eine richtig gute Schüssel Wasser in die Fresse, ne? Dann gab's, das war halt so, ne? Und ich habe irgendwann mal meine Oma mitgenommen, ne? Die wollte dann irgendwie, was weiß ich, wo wollte ich sie hinfahren, ne? Und ja, ihr könnt euch denken, was jetzt passiert, ne? Was jetzt passiert, ne? Das ist, ne? Sitzt dort Oma und ich mache eine Bremsung und schawupp. Meine Oma ist ein ruhiger Mensch gewesen. Wirklich ein ruhiger Mensch mit viel Humor, aber da war sie fast am Brammeln. Weil sie war doch sehr stark geduscht worden, also eine Taufauffrischung kann man sagen. Und ja, das war eine ganz schöne Scheiße. Aber sie hat es dann hinterher doch weggesteckt wie eine echte alte Frau, ne? Und so, ne? Hat dann ihren Humor auch schnell wiedergefunden. Aber naja, stell dir vor, du rechnest mit nichts und kriegst dann auf einmal im Auto eine richtig, ne, fette Taufauffrischung, ne? Dann, ich sollte nicht so viel reden, dann denkst du dir erstmal nicht, das kommt das völlig überraschend. Du erschreckst dich natürlich zu Tode und du bist natürlich tierisch nass, ne? Und meine Oma, ne, das war eine total nette und liebe Frau, die Frau Gräfin, so nannten wir sie alle, die war total nett, aber sie war auch leicht eitel, ne? Und das hatte dann ihre Frisur leicht verletzt und dann, ja, aber sie hat es schnell weggesteckt und, das Auto, ne, war so viel Komfort drin, das hat ihr dann, das war es wert, ne? Das ist ja so, ja. Das war mein letztes Auto, ne? Quatschen wir heute mal über was ganz anderes, ne? Und letztes Mal habe ich ja über die Ernsten, ne? Boah, der LKW, der ist ja voll da am Herschlingern. Ich hoffe, wir verlieren unsere Orangen nicht, Freunde. Dann gibt es hier eine Orangenparty auf der Bahn. Jetzt sind wir auf einer Bahn. Ja, kommt eine Kurve, ne? Aber. Die stecken wir weg. Wir müssen noch 120 Kilometer, das kriegen wir hin. So, da ist schon wieder was Grünes, ne? Ihr wisst ja, wenn was Grünes gibt, da am Navi, dann fange ich an zu schwitzen. So, Rostock, wir müssen geradeaus, da kommt erstmal einer. Ja. Ja, blinke ich so mal, sogar mal. Ne? Und zur Abwechslung zum Feier des Tages, ne?
Wird heute mal geblinkt, ne? Weil ich von meiner lecker Kelly erzählt habe, ne? Geschwindigkeit 550 Pfeifen! Das ist eine Schweigeminute. Schweigeminute für die verkackten Euros, die wir da gerade durchgejagt haben. Verdammte Scheiße! Boah, das ärgert mich. Das erstmal kommt da bei dem ganzen Job nicht viel rum. Und wir haben eben schon 400 Dinger für den Crash, den ich ja dämlicherweise verursacht habe. Fuck! Das ärgert mich. So, wir müssen auf jeden Fall geradeaus. Ich fahre trotzdem schon mal rüber. Ja, bei dem Unfall habe ich gedacht, irgendwie, ich pack den auch. Ich krieg den auch hin, ne? War dann wohl ein Missverständnis. Aber die Landschaft ist schön, die Landschaft gefällt mir. Das ist auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Fuck, ey. Lichtgeschwindigkeitskontrolle, ey. Auf einer Autobahn, ey. So eine Autobahn hier, da bin ich so lange raus, dass ich das nicht als Bahn, als fälschlicherweise als Bahn identifiziere. Hör mal, ist ja unglaublich hier. 550 Pfeifen. Wahrscheinlich nehmen sie meine Fleppe noch weg, ne? Unglaublich, dann kann ich nicht mehr fahren. Dann bin ich arbeitslos hier, ne? Ein Trucker ohne Führerschein. Das gibt's natürlich auch, ne? Ich kannte meinen Kollegen, der kannte einen Kollegen, der war Trucker. Und der hat 30 Jahre lang brav seinen Job gemacht, ohne einen Unfall. Ist dann irgendwann in Pension gegangen und der hatte gar keinen Führerschein. Liebe Leute, das ist nicht gelogen. Das ist ehrlich erzählte Geschichte. Und der hatte keinen Führerschein. Der ist 30 Jahre lang komplett truckerfrei, fullfahrfrei, ohne Führerschein gefahren. Aber schön hier, mit den Lärmschutzwellen hinter den Sonnenblumen nicht so viel Lärm kriegen. Kann man machen. Was ist da oben? Sind das Vögel? Ist das Flugzeug oder ist das da oben? Ich würde ja gerne mal hochgucken, aber ich kann nicht. Okay. Ja. Ja. Was habt ihr denn so für Autos gefahren? Das würde mich interessieren, was ihr so für Karren hattet. Also ich kann ja mal ganz kurz anfangen aufzuzählen. Mein erster Wagen, ne, das war ein VW Käfer, ne? Das war ein richtig schönes Gerät. Ich glaube auch Baujahr 74, ich glaube 4 oder 3 oder 74. War das schon ein Mexiko-Käfer? Also hatte schon die dicken Schlussleuchten. Den habe ich geliebt, aber die Karre hat mich auch ganz schön verarscht, muss ich sagen. Der hatte mal ein Problem mit dem Anlasser und ja, mein Bruder durfte mich morgens dann immer anschieben. Ne? Nicht jeden Morgen, aber fast jeden, ja, eigentlich doch fast jeden Morgen. Ne? Und aber trotzdem habe ich die Karre geliebt. Also, ne, ich weiß nicht, wer es von euch schon erlebt hat. VW Käfer fahren ist geil. Sag mal, Alter, nee, wir sind hier auf der Bahn, fahr mal, gib mal ein bisschen Gas, das ist ja unglaublich. Also, Käfer fahren ist eine richtig geile Sache. Habe ich geliebt ohne Ende. Mann. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wahrscheinlich stumpf, wie ich war, Herbie. Keine Ahnung. Wir hatten damals, als ich in Koten war, mein Papa hatte auch damals. Ja, mal, Kollege, du bist mir aber hier ein bisschen zu langsam unterwegs. Ich bin der Truck. Wenn du jetzt Gas gibst, dann ramm ich dich von der Bahn. Dann puste ich dich von der Bahn, Alter. Aha. So, ich bin stärker, du Penner. Ja, wie gesagt, das war mein erster Wagen, ne? Und mein Alter hatte damals auch einen Käfer, ne? Und der hieß Herbie, weil da war der Film Herbie gerade draußen. Der Käfer war noch weiß, insofern, ne? Blieb da kein anderer Name für ihn. Ja, und mein Käfer war orange, ne? Das war ein oranger Käfer, ne? Gut, dann hatte ich nach dem Käfer hatte ich einen alten Ford Escort. Auch so Baujahr in den 70ern irgendwann, ne? Der war auch orange, habe ich auch geliebt, die Karre, ne? Den habe ich auch 2 Jahre treu gefahren, bis der TÜV und so ein... Moment, wir müssen hier runter, ne? Okay, ich bremse mal leicht ab, wir müssen hier tatsächlich runter. Moment. Oh, ich weiß nicht, ob man jetzt schon blinkt, ich habe das eben vergessen, aber ich glaube... Ne? Ich glaube, blinken kann man nie früh genug, wenn es eine Ausfahrt gibt. Rostock, genau. Wir sind halt 11 Kilometer nur noch, ey. Weiß ich gar nicht, sind so, ich sollte jetzt mal endlich aufs Navi gucken. Sondern... Oh, Freunde, die armen Orangen, die sind ja am Schlittern, wie nichts Gutes. So. Ich glaube, ich fahre da mal rüber. So, Rostock. Das müsste unser erster Aufenthalt in Rostock sein. 50. Wir fahren mal den Jungs da her. Aber gleich kommt wieder das Schild. Erster Aufenthalt in Rostock. Kommt gar nicht. Waren wir schon mal da? Freunde, waren wir schon mal in Rostock? Ich weiß, da geht's nach Titi. Ne, da wollte ich sagen. Erster Aufenthalt in Rostock. Mach den Dreck weg, ich sehe nichts. So, wie gesagt, was soll ich sagen? Genau, zweite war ein Ford Escort. Ne? War auch eine richtig geile Karre. Oh, wir müssen ja, glaube ich, links. Kommt da einer. Jetzt. Okay, kommt eh die Ampel, das trifft sich gut. Das ist ein Mini oder was heißt, ne? Ja, wie gesagt, ne, war Ford Escort angesagt. Ne, war auch eine nette Karre, ne, habe ich echt auch gerne gefahren. Habe ich auch von dem Typen gekauft, der mir seinerzeit den Opel verkauft hat. Das war so ein kleiner Autodealer, ein guter Kumpel von mir. Und ja, und dann
Nach dem Escort hatte ich dann einen Honda Accord. Das war eine ziemlich noble Karre. Das war schon, war natürlich auch schon älter. Ich glaube, der hatte im Baujahr 83, wenn ich das richtig. Ja, Freunde, wenn ihr nicht wollt, ich fahr gerne. Dankeschön. Das war Baujahr 83 und das Ding war mit allen Fuß. Der hatte damals schon Servolenkung und Bremskraftverstärker, was nicht alles, und elektrische Fensterheber. Ich war total überfordert, wie hier ungefähr. Aber das war trotzdem. Müssen wir hier rein? Ja, ich glaube, wir müssen hier rein. Das ist ein schönes Gewerbegebiet. Moment. Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Moment. Okay, der Sven hatte mir einen guten Tipp gegeben. Wenn ich links will, muss ich rechts drehen. Wenn ich rechts drehe, muss ich links drehen. Also irgendwie sowas ganz Kompliziertes, aber das ist. Ihr wisst ja, ich krieg das nicht hin. Aber ich will es ja immer wieder probieren, bis ich's kann, Freunde, bis ich's kann. Wir riskieren es, Freunde, wir riskieren es. So, Moment, ich stehe eigentlich schon ganz gut. Wir müssen noch ganz leicht rückwärts. Ja, ich war im Ansatz gut, aber dann habe ich wieder abgekackt. Verdammte Scheiße. So, machen wir jetzt mal hier. Also Sven, das ist ein sehr guter Tipp. Allerdings, das Ding ist, wenn ich so auf die Karre gucke, weiß ich nie mal, wo rechts und links ist. Das ist mein Problem. Ich habe sowieso eine Rechts-Links-Schwäche, ne? Und okay, so, jetzt gucken wir nochmal. Moment, das ist die falsche Ansicht gewesen. So, theoretisch, na, nicht ganz. Also, pass mal auf. Wir stehen jetzt so, ich will nach links, das heißt, ich muss rechts einschlagen. Rechts einschlagen ist. Ja? Ist das rechts? Ich weiß es nicht. Wir probieren das mal. Moment. Oh, das war der falsche. Mhm. Ganz gleich zurück. Ja, das stimmt schon mal, das stimmt schon mal. So, pass mal, Trick 17. Nein, so schnell war das gar nicht. Das war nur ein Stück vorher. Moment, so, machen wir hier. Jetzt gucken. Also rein theoretisch, ne, mit meinem Augenmaß, das ist tatsächlich nicht das Beste ist, aber wie gesagt, wenn ich jetzt einfach nur rückwärts fahre, ganz stumpf, Räder schön gerade, dann müsste das einfach nicht passen. Nee. Okay. Na gut, pass mal auf, Kollege. Machen wir das nochmal anders. Komm, gib Mathe. Ich habe übrigens, muss ich dazu sagen, ein paar andere Let's Plays von Eurotruck angeguckt. Natürlich auch das von UFO-Man, aber auch ein paar andere. Und die Jungs, die machen das irgendwie, die unglaublich, die sitzen sich in die Kabine hier so, ne, flupp, ne, gucken kurz in den Rückspiegel, flupp, drin. Freunde, ich habe viele Begabungen, ne, aber das werdet ihr von mir hier an dieser Stelle niemals sehen. Und zwar wirklich niemals, ne, ihr kriegt das ja so schön nicht hin. So, das müssen wir ganz klar. Also, wir müssen jetzt ein bisschen nach, Moment, wir müssen ein bisschen nach, hallo? Wir müssen ein bisschen nach links oder rechts. Wir nehmen mal ganz kurz ein bisschen so. Und ich will in die andere Richtung rein. Okay, das war verkehrt. Komm. So, jetzt mal gucken. Da will ich euch gleich erlösen. Also ich werde es hier nicht die ganze Folge damit verbringen, dass ich hier irgendwie, ne, versuche einzuparken. Ne? Wenn ich jetzt so einschlage.
Okay, Freunde, ich werde die Joy-Taste drücken. Das Ding ist, ich spiele ja auch so nicht. Ich spiele halt wirklich nur, wenn ich aufnehme. Gute Arbeit. Auf jeden Fall war gute Arbeit, Freunde. Ne? Vampy, du hast deine Orangen nach Rostock gekriegt und Abzug für Schäden 20 Pfeifen. Bonus für Fernfahrt. Wieso Fernfahrt? Das war doch ein bisschen wenig über... Was mit dem Unfall? Dauer 4 Stunden. Gefahrenes Träge 350. Tja, ob das gut ist, weiß ich nicht. Lieber. Wir haben doch einen tierischen Bums gebaut. Wieso ist das nicht abgezogen? Ich meine, wir haben 5000 gekriegt. Das finde ich gut. Erfahrung. Wir sind schon mal ein Neuling. Ich glaube, wir waren schon mal ein Volldepp. Ich meine, das bin ich immer noch, das wissen wir. Da müssen wir uns nicht drum herumstreiten, aber okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf Fortfahren. Und wir sind bei 25 Minuten. Wir haben eine E-Mail, das gucken wir mal ganz. Was haben wir denn in Asche? Wir haben in Asche 18.000 Guthaben. Okay, wir gucken mal ganz kurz, was sie von uns wollen. Wieder eine Bank. Wir können. Oh ne, was ist denn? LKW-Händler? Der ist noch zu hier. Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager. Bank, das ist ein komischer Name, aber gut. Okay, pass mal auf. Banken, ne? Also ich will mich jetzt nicht über Banken äußern. Das verbietet meine gute Erziehung und insofern lassen wir das erstmal. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort. Das heißt, wenn wir ein Auto kaufen wollen, eine halbe Million kriegen wir. Freunde, jetzt guckt euch mal den Typen an. Würdet ihr dem eine halbe Million geben? Ey, so ohne Scheiß, da guck mal auf das Foto. Das Pekin 45. Guck den Hank Pennermann da. Das ist unglaublich, das geht ja gar nicht. 500.000, das ist eigentlich eine Überlegung wert, ne? Ich bin auf jeden Fall diese... So, pass mal auf, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier, was wir den nächsten auftragen. So, wir fahren ja Aufträge nächsten Sonntag wieder, ne? Das Ding kommt immer am Sonntag, ne? Das ist, wisst ihr ja, und insofern, ne? Gucken wir mal, was wir hier so im Angebot haben, ne? Lass dich als Boost kommen. Machen wir? Was gibt's denn da so? So, pass mal auf. Spawn plotten. Keine Fährgeld, sondern plotten. Von Leipzig nach Rostock. Rostock waren wir gerade. Große Eisenrohre. Die haben wir, glaube ich, letztes Mal gefahren. Auch in Leipzig. Aha. Speiseeis nach Osnabrück, Kiel. Von Osnabrück nach Kiel. Speiseeis. Also, na gut, Amsterdam fände ich besser. Tomaten. Düsseldorf nach Metz. Nach Metz, nach Frankreich. Paul-Le-Vu-Pommetz. Okay. Erbsen. Wir sollen Erbsen fahren. Erbsen von nach Brüssel. Okay, gucken wir mal weiter, was hier sonst noch so im Angebot ist. Sand. Milchpulver. Nach Amsterdam. Bremen nach Amsterdam. Erbsen. Aber Erbsen sind hier ganz gut im Geschäft, würde ich sagen. 21 Tonnen Erbsen. Wer frisst denn so viele Erbsen, Freunde? Reis. Kartoffeln. Nach Newcastle. England. Ich im Linksverkehr. Ja, ja, genau. Lassen wir mal, pass mal, ich würde sagen, wir können mal gucken, ich denke mal hier in Spamplatten nach Rostock erstmal nicht, große Eisenrohre hatten wir gerade. Wie wäre es denn mit Speiseeis von Osnabrück nach Kiel? Ich möchte natürlich auch, ey, mich ehrlich machen, hier gibt es nach Belgien, ne? Erbsen, Tomaten. Eigentlich wollte ich damals nach Hamburg gefahren, so habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Newcastle. Ich glaube, in Newcastle bin ich nicht gut aufgehoben, ne? Autoteile nach Kassel, Hannover, Hamburg, da. Eisenrohre. Schon wieder Eisenrohre. Und da Kies. 25 Tonnen Kies. Boah. Müssen wir mal gucken. Ja, okay. Also wie gesagt, das die Eisenrohre oder sagen wir so, die Spanferkel plotten nach Rostock. Das gibt am meisten Asche. Ne? Das sind 2,5 Stunden. Das ist, sagen wir mal, schnell verdientes Geld. Müssen wir mal gucken. Wir werden in der nächsten Folge mal schauen. Ich sage es erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, müssen wir mal gucken, was wir hier demnächst rocken. Ne? Und, ja. Vampy, du hast jetzt deine Orangen in Rostock und ja, gucken wir mal, was wir das nächste Mal so annehmen. Liebe Leute, denn was mit dem Unfall, dass das gar nicht abgezogen wird, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Die haben den Typen mal weggerannt. Ne? Ich bin einfach zu früh rübergezogen. Das war ja schon richtig, ne? Aber was haben die uns da nicht abgezogen? Vielleicht haben sie es vom Guthaben abgezogen, ich weiß nicht. Profit 7 Tage 19.000. Wie Profit 7 Tage 19.000? Das Brot oder was? Ja, wie gesagt, Grombech und Goldini, ne? Das ist unser Name, ne? Grombech und Goldini, ne? Theo gegen den Rest der Welt. Muss ich immer mal wiederholen, weil so ein paar neue Leute gucken, die das noch nicht kennen. Die jetzt nicht, vielleicht nicht wissen, was Grombech und Goldini bedeutet. Und das geht auf Theo gegen den Rest der Welt zurück, ne? Schöner Film.
Ich glaube, die gibt es hier sogar auf YouTube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müsst ihr mal gucken. Liebe Leute, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und na, Route 66. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet mich wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spearkind 45. Berufstrucker. Nicht wirklich. Das mit dem Einparken. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen üben, aber das ist... wir gucken mal, liebe Leute, macht ihr gut. Berufsfahrer da, guckt euch die Fresse an. Guckt euch die Fresse an und dann sagen wir bis nächste Woche. Ciao, ciao.